Rätselfans, aufgepasst! Hi, ich bin Pamela von der Brettspielgarde. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Format. Auch heute müsst ihr wieder eine Lüge rausfinden. Es werden euch 5 Dinge genannt und eins davon stimmt nicht. Ja, solltet ihr die anderen Folgen noch nicht gesehen haben, dann schaut sie auf jeden Fall gerne mal an. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr heute drauf gekommen seid. Denn heute, wie könnte es anders sein, geht es um die Insel der Katzen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Thomas von Skellig Games. Hallo liebe Brettspielgarde, hier ist Thomas von Skellig Games. Ihr hattet uns ja um Neuigkeiten aus der Brettspielbranche gebeten. Und zwar 5 Neuigkeiten sollten wir euch liefern, wobei eine Fake News sein soll. Und hier sind unsere 5 Neuigkeiten. Bei uns kommt ja die Erweiterungen raus zu die Insel der Katzen und dazu jetzt hat 5 Neuigkeiten, wobei eine gar keine Neuigkeit ist. Es wird eine Erweiterung geben, in der sind Babykatzen, Biester und zusätzliche Ereignisse enthalten. Dann wird es eine Explore and Draw Variante geben, die ihr auf Distanz spielen könnt und bei der ihr dann auch einen Block braucht oder die Katzen nicht in ein Boot puzzelt, sondern auf einen Block malt. Und dann wird es 6 neue Boote geben als zusätzliche Erweiterung, wo ihr einfach neue Dinge ausprobieren könnt, neue Räume habt, neue Bootformen habt und so weiter. Außerdem wird es in einer Erweiterung auch Königsratten geben, also nicht nur Katzen, sondern auch Ratten und auch Hunde kommen in dieser Erweiterung vor. Also ist dann der Isle of Cats künftig auch nicht nur für Katzenfans, sondern für alle Tierliebhaber mit Ratten und Hunden auch interessant. Und als 5. Neuigkeit wird es im Paket mit den Erweiterungen auch eine 2-Minuten-Box geben. Da könnt ihr dann alle Erweiterungen, alles, was ihr bisher schon von Insel der Katzen habt, alle Promos und alles, was es gibt, in eine Box packen. Und mit Hilfe der Box lässt sich das Spiel dann auch innerhalb von 2 Minuten aufbauen und spielen. Ja, das sind die 5 Neuigkeiten, wobei eine davon nicht so ganz eine Neuigkeit ist, sondern ein Fake News. Und ihr dürft es raten, welche dieser 5 Neuigkeiten gelogen ist. Viel Spaß! So, jetzt habt ihr 5 Dinge gehört und jetzt habt ihr so ein bisschen Zeit. Es kommt ein Countdown, ne, oder ihr macht auf Stopp und könnt ein bisschen überlegen. Und dann gibt es auch schon die Auflösung. So, und hier kommt noch die Auflösung, welches unsere 5 News eine Fake News war. Ja, es wird keine Hunde in Insel der Katzen geben. Königsratten schon, aber Hunde gibt es bei die Insel der Katzen nicht. Und seid ihr drauf gekommen? Ja, die Insel der Katzen ist auf jeden Fall ein tolles Spiel und solltet ihr das Spiel noch nicht kennen, schaut es auf jeden Fall gerne mal an. Ne, und auch gerade die Erweiterung bringt noch so einen besonderen kleinen Kniff damit rein. Ja, vielen Dank nochmal an dich, Thomas, auch dass du bei dem Spaß mitgemacht hast. Und solltet ihr auch mal Lust haben, dabei zu sein, dann schreibt mich gerne an. Ja, und ansonsten, ihr kennt das ja, wie immer gerne einen Daumen und ein Abo dalassen, damit ihr auch künftig nichts verpasst. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der nächsten Folge oder ihr seht mich spätestens bei einem anderen Video. Alle für Brettspiele, ein Brettspiel für alle. Tschüss!